genau fährt bis nach Bocholt. Dann können wir wieder zurück. Und im Oktober auch Leseleuchten. Wow, das ist mal jetzt. Sind nur außen Funktion, dass eben nur tagsüber ist. Wir funktionieren nur bei Nacht. Wenn es dann dunkel, draußen dunkel ist. Jetzt ist es in der Richtung, das Bild aus. Zwei USB, USB-A, Steckdosen, ganze Ladepunkte. Und ja, ich gehe da jetzt zur AC vorbei. Offizieller Name Bocholder A. Einzig mit ersten Ampelanlagen, neben so einem KI-Sturm habe ich mal so gelesen. Wow, ist das ja schön. Aber ich hält nirgendwo hält hier ein Bus in der Nähe. Ich wollte mal einmal hier hinfahren, aber nirgendwo hält hier ein Bus in der Nähe. Der Leser ist ja wirklich am Bahnhof. Der Bahnhof ist rund 1 Kilometer entfernt. 1 bis 2 Kilometer entfernt. Von Asien entfernt oder das Gewerbegebiet ist ja gar nicht an dem wir vorangeschlossen. Außerdem so Betriebszeiten des so. Stadtbus Bocholt fährt hier ausschließlich der Ast, an den Sammeltaxi und die Preise sind ja wirklich teuer. Wir haben jetzt hier mit so Bus-Tickets gleich. Für Abokundinnen erhalten nur 35% Rabatt oder so und zahlen 5 Euro statt 6 Euro oder so. Ausfahrt ist hier, genau, Ausfahrt ist hier. Perfekt. Wahrscheinlich sind gleich hier vorne 5. Nächste Bahnhof, warte. Und da ist der X80, der bei dem schon Bocholt Bus fährt. Richtig schöner Bus. Top. Einfach top. Da kommen gleich zwei weitere Busse. Ein C3, ein C2 vom Stadtbus Bocholt. Und ein VDL. Und
Doppeldeckerbus aus Linie S75 und da ist wieder der X80 und der FVM.